So, kommen wir zu Teil 3. LibreOffice-Präsentation, Einleitung, Grundlagen. Unsere Präsentation wurde erstellt und zwar mit der Gliederung. In der Arbeitsweise kann ich jetzt einfach mit Enter einen neuen Absatz beginnen. Ich möchte jetzt aber keine neue Folie, deswegen rücke ich mit der Tabulator-Taste ein. Ja, in der Arbeitsweise, da geht es natürlich darum, Titel, Folie, Folientitel, Unter, Überschriften. So, damit fangen wir also an. Dann haben wir natürlich mit der Masterfolie das Ganze gestaltet. Ja, dann nach der Gestaltung mit der Masterfolie kommt es natürlich auf die Inhalte an. Ja. Nicht Texte, sondern ganz wichtig, nur Stichwörter oder Stichpunkte. Keine ganzen Sätze, weil dann eure Zuschauer schnell anfangen zu lesen und euch nicht mehr zuhören beim Vortrag. Ja. Dann kommen natürlich die Inhalte zum Schluss, die das Ganze etwas illustrieren sollen. Die Bilder und andere Medien wie Videos etc., die hier durchaus eingebunden werden können. Soll mir jetzt erstmal reichen. Fehler wieder. Ich kriege eine neue Folie, wenn ich die Enter-Taste am Ende der Zeile drücke. Ich will aber nur Unterpunkte haben. Deswegen drücke ich jetzt die Tabulator-Taste und sofort drückt er ein. Tja, welche Fehler soll ich vermeiden? Zum Beispiel nicht zur Wand sprechen. Folien vorlesen. Was für Fehler kann ich noch machen? Schnelles Sprechen. Bezieht sich jetzt alles auf den Vortrag, ja. Zu volle Folien, zu viele Effekte, Ablenkung. Gut, dann mache ich mal eine kurze Pause. So, gut, damit wären wir also schon ein ganzes Stück vorangekommen. Ich gehe mal zurück zur Normalansicht. Hier hatten wir ja zwei Felder: Arbeitsweise, Titelfolie, Inhalte. Könnte man jetzt hier noch eine weitere Liste erstellen? Damit würde man dann das Ganze entsprechend ergänzen können. Brauche ich die hier überhaupt? Ich brauche sie wahrscheinlich gar nicht. Also aufgepasst, ich bin im Texteingabe, ich bin im Textobjekt. Ich muss das erstmal beenden, dass ich die Layouts wieder angezeigt bekomme. Schalte ich hier auf eine einfache Sache um, eine Layout-Folie mit Text. Ja, soweit gefällt mir das schon ganz gut. Die nächsten Schritte wäre jetzt hier zum Beispiel mal ein Bild einzufügen. Nichts leichter als das. Ich möchte also das Programmfenster hier abfotografieren. Dazu mache ich es mal etwas kleiner. So. Ja. Wenn das Programmfenster aktiv ist, kann ich die Taste Alt und Druck drücken. Dadurch erzeuge ich ein Bildschirmfoto von meinem aktivierten Programmfenster. Sehen, ob das funktioniert hat. Ich kann also jetzt hier über das Einfügen, Tastenkombination Steuerung V oder auch Bearbeiten einfügen. Aha,
Da ist unser Bildschirmfoto von gerade aktuell geschossen. Wir sehen, das Bild, wenn ich es verkleinere, lässt sich leicht verzerren. Das ist nicht schön. Halten wir die Umschalttaste gedrückt, die Großbuchstabentaste, können wir das Bild leicht proportional in seiner Größe ändern. So, ja, das wäre ja mal eine ordentliche Geschichte. Gehe ich wieder zurück, klappt das hier wieder ein, damit ich was sehe. Und jetzt könnte ich also das beschriften. Dazu habe ich hier sogenannte Legenden. Ja, ich nehme mal eine einfache Legende. Die sieht jetzt natürlich nicht besonders toll aus. Muss ich mir ein bisschen zurechtlegen. Einfach durchziehen an diesen Symbolen. Wir sehen jetzt auch schon für dieses Grafikobjekt, also kein Textobjekt, es handelt sich hier um Bild- und Grafikobjekte, gibt es hier oben jetzt die entsprechenden Einstellungen. Wenn ich also jetzt eine andere Farbe haben möchte, zum Beispiel ein Blassgelb, kann ich hier so arbeiten. Mit einem Doppelklick kann ich diesem Grafikobjekt sogar einen Text geben. Mit der Escape-Taste beschließe ich hier die Eingabe, nicht mit der Enter-Taste, da wird eine neue Zeile erzeugt. Rücklöschtaste, Escape-Taste. Dann ist das Objekt markiert. Wenn das Objekt markiert ist, könnte ich auch mit der Taste F2 wieder in den Editiermodus gelangen, in dem ich den Text bearbeiten kann. Escape, nochmal Escape, erledigt. So, ja, die Titelzeile hätten wir also schon. Ist mir fast ein bisschen groß. Und natürlich muss ich es noch richtig platzieren, das heißt den Ort richtig zuweisen. Fertig. Gut, das nächste wäre also dann die Menüzeile. Da nehme ich das Objekt, rechte Maustaste, kopiere es in die Zwischenablage. Hätte ich auch mit Steuerung V machen können. Klicke irgendwo, um das Objekt, die Markierung des Objekts aufzuheben, bevor ich mit der rechten Maustaste das wieder einfüge. Ich kann das jetzt mit den Cursor-Tasten leicht grob platzieren. Das sind die Pfeiltasten auf unserer Tastatur. So, dann zeige ich hier mal auf die Menüzeile. Ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Das Fenster also hier entsprechend auszugestalten mit Beschreibungen. So, ich bin ein Stück weiter gesprungen. Ihr seht es vielleicht, ich habe schon einige weitere Elemente ergänzt. Ich möchte jetzt mal hier diesen Teil etwas nach links verschieben, um Platz für die Symbolzeichenlegende zu machen. Ich ziehe also ein Fenster über alle Grafikelemente auf. Die werden mir jetzt hier auch in der Summe angezeigt. Am kontrolliertesten kann ich mit den Cursor-Tasten das Ganze noch bewegen hier. Vielleicht habt ihr auch schon rausgefunden, was passiert, wenn ihr zu den Cursor-Tasten die Umschalttaste oder die Alt-Taste drückt. Gut, die Symbolleisten. Ich brauche jetzt mal einen kleinen blauen Strich, weil ich will natürlich zeigen, dass es viele gibt. Und die sollten dann auch blau sein, wie die andere. Das war zu hell. Gut. So. Steuerung C, Markierung aufheben, Steuerung V, da kann ich also auch noch auf die verweisen. Die Art und Weise kann ich also zeigen, es gibt sehr viele Symbolleisten. Ja, jetzt nehme ich mir noch ein rechteckiges Fenster und stelle die Farbe auf klassisches Blau. Hier könnte ich auch noch einen Schatten geben. Ich könnte das Element auch drehen. Ich kann die Elemente ausrichten, wenn ich mehrere ausgewählt habe. Elemente in der Ebene verschieben.
Ich gehe jetzt einfach mal auf Flächeneigenschaften anzeigen und gebe dem Ganzen eine Transparenz von, sagen wir, 70%. 70 ist ein bisschen viel. 30 reicht. Okay. Sehen jetzt das Bild dahinter durchscheinen. Doppelklick. Das war die Folienleiste. Mit Escape schließen wir das Ganze ab. Steuerung markieren. Steuerung C. Escape. Beenden der Markierung. Steuerung V. Wieder ein neues Element einfügen. Wegschieben. Das ist die Aufgabenleiste. Umschalttaste Enter für eine neue Zeile oder auch die Seitenleiste im Ansichtenmenü. Ja. So, Escape und markiere ich nochmal das hier. Na, komm schon. Will nicht markiert bleiben. Steuerung C. Steuerung V. Und das hier, das ist der Arbeitsbereich. So, jetzt dürfte ich alle Elemente benannt haben. Damit bin ich also hier schon ziemlich weit gekommen. Das war's für jetzt. Viel Spaß bis hierhin.